Er wurde von dem Camper getötet. Was wir heute machen, wir schauen random Warzone-Spielern zu und gucken, was machen sie gut, was machen sie schlecht, wie könnt ihr euren ersten Win in Warzone holen. Wir geben Tipps und Tricks, machen uns vielleicht auch ein bisschen lustig und haben eine gute Zeit. Lasst gern Like da, lasst gern ein Abo da, ab nach Verdansk. Wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich ziemlich simpel. Wir sterben so früh wie wir es können, kommen in den Gulag, versuchen im Gulag so schnell wie möglich zu sterben und folgen dem ersten, auf dem wir dann sozusagen draufspringen. Das heißt, die Leute sehen zwar, dass ihnen jemand zuschaut, aber sie wissen natürlich nicht, wer ihnen zuschaut. Die Idee für die Serie habe ich schon seit einer Ewigkeit gehabt und ich weiß, dass es auch schon ein, zwei Leute gibt, die das machen. Ich kam aber einfach nie dazu, damit endlich mal anzufangen. Und wir haben gleich einen richtig netten Typen hier. Einen richtig netten Typen. Er wollte mich einfach nur von hinten nehmen, deswegen war er nett. Liebe Frauen da draußen, merkt euch, wenn ein Typ nett zu euch ist, will er euch von hinten nehmen. Also bei Warzone. So, das heißt, wir können jetzt direkt zuschauen. 132 Leute sind noch im Leben, plus einer sind wir, 133. Das wird relativ schnell, glaube ich, gehen. Jetzt gehen wir mit Mr. Zack Mitchell und gucken, was der schottische Landsmann, wir sind keine Schotten, aber vielleicht einer von euch, jetzt macht. Er ist hier oben, hat sich gleich die Lupe anvisiert. Die Lupe ist clever, Leute, wenn ihr gerade erst reinlandet oder wenn ihr noch am Anfang seid. Aber auch später noch, denn sie bringt sehr viel Geld, ist eine eigentlich einfach zu lösende Aufgabe. Ihr könnt euch nach einer Lupe, wenn ihr da die Kisten öffnet und auf dem Weg noch ein oder zwei findet, in der Regel schon am Anfang das Loadout kaufen. Und gerade im Solo-Modus in Warzone ist das Loadout unglaublich wichtig, weil jeder mit dem Heartbeat-Sensor rumläuft und ihr eigentlich so schnell wie möglich Geist dabei haben wollt. So, seht ihr, gleich eine extra Kiste dazu. Nimmt auch gleich, das ist clever, er nimmt gleich die MP5 mit dazu. Ist immer noch eine bombastische Close-Range-Waffe. Hat die erste Kiste schon, ist schon bei 2800. Was ihm fehlt, Long-Range hat er jetzt, er kann auch Muni aufladen links, das weiß er auch. Was ihm definitiv fehlt, ist Panzerplatten. Ohne Panzerplatten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ihn auch nicht gehört. Da ist sogar eine Kiste im Haus, die nicht geöffnet ist. Von Puddeldrinker. Das, Leute, und ich habe versprochen, ich halte mich zurück. Das sind Leute, die einem den Spaß an Warzone rauben können. Da, ihr geht in das Haus, ihr hört die Kiste. Die Kiste ist nicht geöffnet. Es hat, keiner hat sie bisher genommen. Ihr seid eigentlich gerade gelandet. Es kann gar keiner davon ausgehen, dass da einer ist. Und er sitzt oben an der Treppe und gönnt sich erstmal. Okay, dann gucken wir Puddeldrinker zu. Hat auch keine Rüstungsplatten. Sieht hier den Gegner. Ja, das ist ein. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder mit Absicht. Ihr könnt mit dem Thermalvisier nicht durch geschlossene Scheiben gucken. Hat ihm jetzt nichts gebracht. Mit der MP5 und dem Thermalvisier braucht er nicht versuchen, jemanden aus dem Auto zu holen, der weg von ihm fährt. So, wir sind jetzt hier. Das heißt, Reinflug war von oben. Das heißt, kann durchaus sein, dass die Zone hier irgendwo endet, was eine eklige Zone ist. Besser als Prison, aber das hier ist alles eklig. Hier sieht er jetzt. Er hat hier theoretisch die Möglichkeit, das Kopfgeld mitzunehmen. Oftmals ist es ein kleiner Tipp, wir sind ja auch hier, um Tipps und Tricks zu geben. Wenn ihr gerade landet, markiert ihr euch in der Regel ja eine Aufgabe, die ihr demnächst machen wollt. Macht das nicht. Mach es nicht. Gut gemacht. Gut gemacht. Ihr markiert euch ja eigentlich eine Aufgabe, die ihr gerne machen wollt. Wenn ihr euch ein Kopfgeld in der Nähe markiert, habt ihr einen Vorteil. Entweder kriegt ihr es oder ihr merkt, dass in der Nähe ein Gegner ist, wenn ihr seht, dass eure Markierung weg ist, weil das Kopfgeld weg ist. Und rechts von ihm, ungefähr auf 105, war eben roter Punkt auf der Minimap. Da sieht man es wieder. Da ist einer und einer war ein bisschen weiter vorne. So, jetzt bin ich gespannt, ob er auf den geht oder ob er woanders hin will. Warum? Jeder halbwegs vernünftige Spieler mit einem Headset und selbst mit einem einfach nur Gaming-Monitor, der Sound von sich wiedergibt, kann eure Schüsse mit einem Schalldämpfer hören. Ihr werdet nur nicht auf der Karte angezeigt.
Er hat keine Long-Range-Waffe in der Hand gehabt, mit dem er den aus dem Truck auch nur annähernd hätte gefährlich werden können. Er hat zwar Muni, aber er hat einfach Muni verballert, er hat seine Position preisgegeben. Selbst für jemanden, der vielleicht in der Nähe nur von ihm ist, den er selber noch gar nicht sieht oder hören kann, und hat null damit bewirkt. Also null. Schlechter Move. Das war ein schlechter Move. So, jetzt guckt er, ob da einer landet. Er hat die gehört. Das Ding hat Rückstoß. Das Ding hat Rückstoß. Ihr seht, da ist der Schaft eingeklappt. Das heißt, mehr Rückstoß. Also ohne Schaft ist es im Prinzip. Hat er jetzt gesehen, wo der lang geht? Er ahnt, dass er da drin ist. Er hat einen Trophy, er hat keine Granate, er hat nur 3 Panzerplatten. Das ist nicht clever. Das ist wieder nicht clever. Der Gegner weiß, in welchem Haus er ist. Da stürmt er jetzt einfach rein. Er hat völlig die Orientierung verloren. Er weiß also nicht, ob der Gegner in seinem Haus ist. Er guckt auch gar nicht nach hinten. Sein Gegner kann theoretisch auch noch in seinem Haus sein. Scheint auch den Weg aus der Tür nicht mehr zu finden. Jetzt ist er stuck. Jetzt kann er nirgendwo so wirklich hin. Jetzt guckt er das erste Mal mal so ein bisschen um sich, ob da nicht durch Zufall jemand sein könnte. Ich werde euch am Ende der Runde die KDs von den Spielern, denen wir zugeguckt haben, einblenden. Die lassen sich über die Tracker-App ziemlich leicht sehen. Wir sind ja auch in der Crossplay-Lobby. Und nur als Vermutung könnt ihr gerne reinschreiben, was der Kandidat für eine KD hat. Und ich schwöre es euch, die meiste Antwort wird mit Sicherheit unter 1 sein. Da ist kein Movement, das Aim ist komisch, die Entscheidungsfindung ist komisch. Also, wenn er jetzt fragen würde, was für einen Tipp ich hätte, als ersten Tipp, wäre auf jeden Fall Entscheidungsfindung. Er ist seit 3 Minuten in diesem Bereich, er ist zwar safe, was die Zone angeht, aber er hat nichts gelootet, er hat nicht genug Geld für sein Loadout. Jetzt kann er auch ein bisschen warten, sich dann das Loadout später einfach selber schnappen in dem Fall. Er ist nicht mal in der Nähe von der Buy-Station, er kann also keine Drohne kaufen, keinen Self-Revive. Und gerade am Anfang ist immer die Frage, wenn ihr gerade so viel Geld für eins von beiden habt, Drohne oder Self-Revive. Und ich bin der Auffassung, Drohne macht 5-mal mehr Sinn als Self-Revive. Da sieht er jetzt 2 weitere Kisten plus seine, 82 Meter entfernt. Die Dinger landen immer im Umkreis von 50 Meter zu euch oder 50 Meter zu einem Gegner. Das heißt, er weiß, in diesem Umkreis, den er da hat, plus minus 30 Meter aktuell, sind mindestens 2 Gegner. Der aus dem Haus neben ihm, der da gerade gelandet ist, ist höchstwahrscheinlich schon längst raus, denn ansonsten wäre die Kiste nicht ganz hinten gelandet. Es sei denn, das sah jetzt nur nah aus, sind aber nur 30 Meter, glaube ich aber nicht. Das heißt, er kann eigentlich ziemlich sicher sein, dass er jetzt gerade dort alleine ist. Jetzt guckt er wieder. Er piekt die ganze Zeit da raus. Guckt mit einem Visier auf einer Waffe, die Long Range überhaupt nicht taugt, hat das Kopfgeld vor sich, das könnte er sich schnappen. Mit ein bisschen Glück hätte er einen Gegner in der Nähe von sich, sodass er ein bisschen Vision bekommt. Es sind jetzt auch nur noch 49 Leute am Leben. Er hat kein Loadout, er hat keinen Geist, er kann das Loadout, oh, er will das Loadout nicht holen. Jetzt auf dem Radar müsste er eigentlich sehen, dass einer da ist. Und jetzt zielt er mit der Waffe auf die Tür. Warum? Was ist der Sinn, auf die Tür zu zielen? Ich hatte gehofft, dass wir in der ersten Runde jemanden haben, der uns vielleicht im Positiven überrascht. Das, Leute, ist aber leider, und deswegen ist es auch der Grund, warum Warzone Solos für viele von euch nicht die beste Wahl ist, wenn ihr das erste Mal einen Sieg, einen Win in Warzone haben wollt. Solos in Warzone sehen oftmals so aus. Leute landen, bewegen sich im Umkreis von 10 Metern. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn eure Erfahrungen da anders sind. Ich habe mehr als genug Warzone in den letzten Wochen und Monaten gespielt, um zu sagen, es ist in 90% der Lobbys so wie das hier. Und jetzt stellt euch vor, ihr hört nichts. Er könnte ja schon das Loadout haben. Ihr seht dann auf dem Herzschlagsensor nichts. Geht in dieses Haus und sterbt, weil er euch da abcampt. Da fährt jetzt der mit dem LKW dran vorbei und ist jetzt ausgestiegen draußen.
Und er guckt immer noch auf die Treppe. Also ich kann euch jetzt schon versprechen, dass er diese Runde nicht gewinnen wird. Und dem hat er die Tür aufgemacht. Ich würde so gern dem Typen unten hinschreien, dass hier einer ist. Warum ist er jetzt aufgestanden? Das hört man. Ja. Absolut verdient. Du. Gehen wir direkt zu Lone Wolf. Hat den Herzschlagsensor gehabt. 3 Kills. Hat den Herzschlagsensor gehabt, hat ihn auf dem Herzschlagsensor einfach gesehen, hat dadurch gewusst, wo er ist, ist kurz hoch, hat gepiekt, hat ihn getötet. So Leute, der andere hat jetzt eine Top 50 Platzierung. Hat 10, 15 Minuten Zeit verschwendet, ist kein Stück besser geworden, ist nicht in die Nähe davon gekommen, eine Runde zu gewinnen. Bringt nichts. Das heißt an alle, ihr müsst aktiver spielen. So wie der eben könnt ihr spielen, wenn ihr ein Loadout habt, wenn ihr alles habt, was ihr braucht, wenn ihr eine Drohne habt, wenn ihr kurz vorm Ende seid. Aber nicht am Anfang, wenn ihr noch nichts habt. So, den Blitzschlag hat er mitgenommen, hinter ihm. Es ist immer noch der, glaube ich. Ne, der fliegt anscheinend. Gucken wir mal. Das hier könnte der sein, den er eben getötet hat. Er geht aber auf Jagd, das heißt 3 Kills hat er. 31 sind noch am Leben. Er hat die Markierung, der andere ist oben im Fenster. Das ist clever. Das war stark gespielt, Leute. Das war wirklich stark gespielt. Jetzt hat er anscheinend... Oh, scheiße. Das heißt, wir haben eben dem einen zugeguckt, der im Haus saß. 3 Meter weiter können wir dem nächsten zugucken, der im Haus sitzt. Mit einer Barrikade. Und das ist der Grund, warum ich eben sage, Warzone Solos sind nicht die beste Idee, wenn ihr euren ersten Win holen wollt. Der einfachste Modus ist meiner Meinung nach im Squad. Die größten Schwitzer spielen meistens Trio. So wird unter anderem auch das Turnier von mir Ende Februar sein, das Warzone Turnier, mit Trio-Teams. Das heißt, ihr könnt euch das gerne schon mal vormerken. Der Plan ist am 24. Februar. So, jetzt guckt er. Kann er machen. Er hat den Blitzschlag in der Hand und einen oben. Er kann sowieso nur einen mitnehmen. Er kann auch einfach den einen losfeuern, in der Hoffnung, komplett durch Zufall vielleicht einen Kill zu machen. Wenn nicht, ist nichts dadurch passiert. Er gibt seine Position nicht preis, kein gar nichts. So, und jetzt bin ich gespannt. Ist er im Menü? Ah, okay. Er hat auf dem Radar geguckt. Hat sich das jetzt markiert. Das heißt, er... Auch clever eigentlich, er guckt schon, wo die Zone hingehen kann. Das heißt, er guckt sich jetzt schon an, wo die Zone ungefähr hingehen kann und wo sein Ziel ist, dass er mit der da immer einen Blick drauf hat. Er hat noch das Trophy, das Auto ist noch ziemlich heil, er hat noch eine Claymore, er hat genug Geld, das heißt, er geht jetzt zur Buy Station. Er könnte sich 3 Drohnen kaufen, damit er den Orbi hat. Damit könnte er sich einmal genau markieren, wo sind die Gegner, die wirklich gefährlich für ihn werden. Wo sind die Gegner, die für ihn vielleicht jetzt von keinem Interesse sind. 24 Gegner hat er auch nur noch. Das heißt, es sind nicht mehr so viele. Und ich bin gespannt, ob er es macht. Ne, er kauft 1 Drohne und den Blitzschlag. Ist in Ordnung. Ich persönlich hätte, glaube ich, das Geld investiert. Denn er hat Platten, er hat Self-Revive, er hat den Blitzschlag, den er mitnehmen kann. Ich persönlich hätte, glaube ich, das Geld investiert, um den Überblick zu bekommen für 3-mal die Drohne, um zu gucken. Denn was anderes kann er aktuell davon eh nicht kaufen. Und mit dem Hater könnte man genau gucken, wo sind die Gegner, könnte sich einen schnappen, könnte sich das Geld schnappen und noch was kaufen. So, der Gegner ist... Nein, nein, hat er... Er wurde von dem Camper getötet! Puddeldrinker ist zurück, Leute. Ich habe gedacht, wir haben es hinter uns gebracht. Nein. Das war das Trophy-System auf dem LKW.
Das heißt, das ist jetzt verschwunden. Nein. Er wurde von dem Camper getötet, den er vor 5 Minuten erst aus dem Haus rausgekämmt hat. Und jetzt guckt euch an, wie Puddle Drinker anscheinend spielt. Und wenn Puddle Drinker diese Runde gewinnt, garantiere ich euch, gebe ich 50 Twitch-Subs aus morgen im Stream. Das heißt, wenn ihr auf Twitch vorbeischauen wollt, morgen werden wir wieder offene Runden Liga spielen. Könnt ihr gerne auf Twitch TV Schepperfeuer vorbeikommen. Ist super entspannt bei mir, macht super viel Spaß. Richtig cooler Live-Chat dabei. Das heißt, merkt euch das vor, kommt gerne morgen um 18 Uhr mit rein. Wenn er diese Runde gewinnt, gebe ich die 50 Subs aus. Das heißt, ihr solltet dabei sein. Vielleicht könnt ihr ja umsonst einen absahnen. Ich bin gespannt nach der Runde, wenn ich gucken kann, wie viele Wins und was für eine KD er hier hat, was dabei herauskommt. Auch KD haben wir ja schon die Wette gemacht, aber bei den Wins. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so gewinnt. Der Puddle Drinker muss aus dem Gulag rausgekommen sein, ist ja nicht einmal weit geflogen. Ich meine, guckt euch das an. Hier irgendwo ist er, glaube ich, gestorben, ja? Hier ist er jetzt. Er ist nicht weit gekommen. Er wird rotieren müssen. Und wenn es richtig eklig wird, geht es Richtung Downtown. Oh, das ist eine üble Zone. Stadium ist noch ein bisschen mit drinne. Das heißt, auf dem Dach kannst du auf jeden Fall jemanden erwarten. Er hat seinen Herzschlagsensor, hat auch sein Loadout jetzt. Das wird wahrscheinlich das Automatische gewesen sein, was er sich wahrscheinlich beim Landen nochmal geholt hat. Vielleicht hat er sich es auch gekauft. Er hat kein Self-Revive, er hat keine Drohne, er hat genug Geld, er hat Buy-Stations. Die müsste eigentlich direkt neben ihm sein. Ah ne, die ist schon verschwunden mittlerweile. Das heißt, hier könnte er, ist ein Umweg. Und wenn man hier guckt, hier würde ich nicht machen. Das hier wäre noch eine Option. Ziemlich offen aber. 21 sind übrig. Er hat 3 Kills. Wir haben gesehen, wie er den einen Kill gemacht hat, was traurig genug ist. Wäre ich der, der von ihm gerade getötet wurde, ich schwöre euch, ich hätte die PlayStation ausgemacht und hätte nie wieder gespielt. So, er kriegt ein paar Schüsse von der Seite. Von der Schussfolge könnte es eine Car gewesen sein. Da will er nicht lange vorne im Fahrersitz bleiben. Da möchte er abhauen, direkt abhauen. Da ist noch ein LKW. Würde zu ihm passen, dass er jetzt eine LKW-Elefantenjagd macht. Jetzt guckt er, ich weiß nicht, ob er einen Plan hat oder ob er einfach nur fährt, weil vor ihm einer fährt. Wisst ihr, wie so ein Lemming, der einfach immer wieder von der Tischkante fällt, weil er nicht versteht, dass da die Tischkante ist. So, jetzt ist er wieder. Jetzt, okay, er könnte zur Buy-Station fahren. Ich bin gespannt, ob er das macht. Aussteigen, Herzschlagsensor, schnell eine Drohne. Oder du fährst durch die ganze Stadt und lässt dich von allen Leuten anschießen. Auch eine Option. So, der andere kann auf dem Radar sehen, dass der LKW stehen geblieben ist. Das heißt, es wird ihn jetzt nicht überraschen können in dem Fall. Er hat einen Herzschlagsensor, er nutzt ihn aber gar nicht erst. Da hat er jetzt versucht, in die letzte Ecke zu kommen. Das ist das erste Mal, dass ich das hier aufnehme, Leute. Die allererste Runde, in der ich das kommentiere. Wir gucken SQ Will zu. Ist bei 7,5 Kills. Hat natürlich die MAC-10 dabei. Ja, den hat er gut gemacht. Hat gepusht, wusste, er hat volles Leben. Er wusste, der Gegner kann sich nicht komplett regeneriert haben. Die Zone war da. Das heißt, er wusste auch, der Gegner konnte jetzt mit dem Leben, was er nur noch hatte, nicht einfach aus der Zone raus um das Haus herum. Spielt selbstverständlich seine Schwitzerklasse, dürfte keinen überraschen. 6800 hat Self-Revive, kann sich also eine Drohne noch schnell schnappen. Oh mein Gott. Den Leute habe ich nicht mal im Augenwinkel auch nur eine Millisekunde gesehen.
Bei dem wäre ich spätestens gestorben. Das liegt aber auch daran, dass ich im Solo sehr, sehr häufig vergesse, wie die Leute spielen. Und wir haben es bei Puddledrinker auch deutlich gesehen bisher. So wie Puddledrinker gespielt hat, spielen hier in Warzone sehr viele Leute. So, ich vermute, dass er Geist hat. Oder er hat Overkill genommen, kam noch nicht dazu, eine zweite Kiste zu nehmen. Hat sie ja nochmal mal Semtex dazu genommen. Wird jetzt auf jeden Fall Geist haben. So, er hat 9 Kills. Ist eine gute Runde. 14 Leute noch übrig. Hier, wenn ihr euch jetzt fragt, warum hat er nicht kurz unten gescannt, ob oben einer ist. An dieser Stage vom Game macht es keinen Unterschied mehr. Die Leute haben eigentlich alle Geist. Wenn oben einer ist, wird der oben das schon gehört haben in dem Moment, wo er hochgeht. Oder er wäre schon überrascht worden. So, jetzt muss er gucken. Der kann auch über ihm sein. Jetzt wäre eine Flash natürlich mega. Kratos, 10 Kills. Die Kills geben ihm recht. Ist unter den Top 10. Hat gesehen, dass unter ihm einer ist. Er hat die geholt! Er hat die geholt! Okay, da hat eben einer auf ihn gesniped. Er hat Self-Revive, das heißt, selbst wenn er jetzt von unten gesniped wird, hat er eigentlich genug Zeit, sich wiederzubeleben. Er muss sich jetzt aber bewegen. Er sieht den einen LKW und er sieht den einen roten Punkt, der gerade vom Haus aus geschossen hat. So, jetzt bin ich gespannt. Der LKW fährt noch. Er muss springen. Die Zone ist absolut Mist. Absolut Mist. Komplett im offenen Feld ist die Zone. So, er wusste oder weiß, dass unter ihm eben einer war. Der könnte nach vorne auch abgehauen sein. Es war nicht der aus dem LKW. Der LKW kam nämlich von der Seite. Ja, unter ihm. Den muss er hören. So, jetzt hat er natürlich ein Problem, ne? Der LKW fährt immer noch da. Unter ihm ist definitiv mindestens einer. Und jetzt gibt er seine Position weg und schießt noch auf den. Rechts unter ihm. Rechts unter ihm. Ja, jetzt hat Campy Kratos aber ein Problem. Rechts von ihm ist der Gegner mit dem LKW. Das ist eine ganz blöde Idee. Also mehr auf offenem Feld geht nicht mehr. Hinter ihm kommt der nächste LKW, es sind nur noch 5 Leute übrig. Ist krass, wie schnell die Runde irgendwie vorbeigeht. Da ist ein kleines Elefanten-LKW-Rennen. Er hat seinen Raketenwerfer immer noch dabei. Da holt er nicht ernsthaft noch einen Kill mit. Ich fasse es nicht. Er hat 12 Kills, Leute. Er hat 12 Kills. Er hat ernsthaft die M13 mit dem Raketenwerfer dazu. Das ist die neue Meta. Ein schöner Dropshot. Gut geaimt. Das hat er gut gemacht. Wieder ein Gegner tot. Das heißt 1 gegen 1 jetzt. Oh. Was macht der Gegner? Was sind das für Spieler? Und er gewinnt. Was ist das für Spieler? Ich habe noch nie so eine Lobby gehabt, wenn ich selber gespielt habe. Noch nie. Nicht mal meine erste Lobby war so. Und auch nicht meine letzte. Der Gegner hat ihn hier, hat den High Ground, kann ein Stück zurückgehen, kann nachladen, kann sich wieder Rüstung geben, alles Mögliche. Hat vielleicht noch Granaten dabei. Und was macht der Gegner? Er lässt sich anschießen und geht ein Stück nach vorne und stirbt dann einfach. Aber die geilste Szene, Leute, war absolut, wie der Camper den anderen geholt hat. Oh, es tut mir leid, cooler Typ, dass du durch den Camper gestorben bist, aber es war einfach witzig. Spannende Runde, interessante Runde.
Kratos gewinnt hier eiskalt mit dem Raketenwerfer der M13. Also anscheinend neue Meta, die ich noch nicht gekannt habe. Ihr vielleicht auch noch nicht. Ich werde jetzt in der Nachbetrachtung für euch einblenden, welche KDs die Spieler hatten. Den könnt ihr vielleicht mal vergleichen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch die Serie gefällt. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Ich würde mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns heute um 18 Uhr im Stream. Das heißt, wenn ihr das hier seht, 18 Uhr im Stream auf Twitch. Habt viel Spaß.